Für die AfD-Fraktion hat das Wort Dr. Frank Brodel. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das war jetzt viel AfD-Bashing, aber wir halten das aus. Ja. Reden wir mal zur Sache. Homosexuelle Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können das ab 1. Oktober in eine Ehe umwandeln lassen. Das hat der Gesetzgeber so gewollt. Und deswegen das Lebenspartnerschaftsgesetz geändert. Danach ist für die Umwandlung lediglich erforderlich, dass die beiden Lebenspartner gemeinsam vor einem Standesbeamten erscheinen und dort erklären, miteinander eine Ehe auf Lebenszeit führen zu wollen. Ist eine solche Erklärung von beiden ohne Benennungen abgegeben, gilt die Lebenspartnerschaft als in eine Ehe umgewandelt und das rückwirkend. Ab dem Tag der Umwandlung haben die Lebenspartner also dieselben Rechte und Pflichten, so als ob sie am Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft geheiratet hätten. Das ergibt sich klar aus Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes. Die Fraktionen CDU, Grünen und FDP wünschen nun, dass diese Umwandlung für die Lebenspartnerschaft kostenlos erfolgen soll. Genau. In ihrem Antrag begründen sie dies wie folgt. Gleiche Liebe, gleiche Rechte bedeutet auch, dass Menschen, die bereits für die Eintragung der Lebenspartnerschaft Gebühren entrichtet haben, nicht ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Genau. Ganz genau. Das klingt gut, das ist auch gut. Insbesondere angesichts der Rückwirkung, die mit der Umwandlung von Lebenspartnerschaften in eine Ehe verbunden ist. Schließlich werden die Lebenspartner vom Zeitpunkt der Umwandlung an rechtlich so gestellt, als hätten sie bereits bei der Begründung der Lebenspartnerschaft die Ehe geschlossen. Einem solchen Antrag kann man nur zustimmen, zumindest dann, wenn das zur Beurteilung dieses Antrags maßliche Kriterium Liebe heißt. Tatsächlich ist es aber so, und das wissen Sie auch alle, hat in Schleswig-Holstein die Pflicht zur Zahlung von Verwaltungsgebühren weniger mit Liebe zu tun, dafür aber umso mehr mit dem Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein und dessen Ausführungsverordnungen. In letzterer finden sich unter Tarifstelle 19 personenstandsrechtliche Angelegenheiten die Regelung, dass für die Prüfung der Ehefähigkeit 50 Euro erhoben werden müssen und für die Prüfung der Voraussetzung einer Lebenspartnerschaft derselbe Betrag. Alles gut. Alles, ne, genau. So. Genau. Einmal gezahlt. Was die Landesgebührenverordnung aber nicht vorsieht, ist der hier in Rede stehende Fall der Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe. Das bedeutet, es gibt derzeit in Schleswig-Holstein gar keine Gebührenpflicht für die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe. Und es ist mir auch noch nicht bekannt geworden, dass irgendjemand sowas einführen will oder angeordnet hat. Ihn? Ja. In Oldesloe ist das Grund, da müssen wir der Sache auf den Grund gehen. In der Mangelung einer solchen Gebührenpflicht erweist sich der Antrag der Regierungsfraktion als reine wahlkampfgetriebene Luftnummer. Jamaika versucht mit diesem Antrag lediglich ein politisches Statement abzugeben, was auch durchaus legitim ist. Das Ganze ist aber trotzdem ein Just-for-Show-Antrag, der ein Problem zum Gegenstand hat, das es weder rechtlich noch tatsächlich gibt. Wissen Sie an wen mich das erinnert? An Herrn Turtur, kennen Sie den noch? Das ist der Scheinriese aus der Wilden 13. Und wenn er dann näher kommt, dann ist, ganz genau, aus der Wilden 13, Jim Knopf, das kennen Sie ja noch. Also wenn er dann da ist, er erscheint groß, und wenn er da ist, ist er gar nicht mehr, ist das gar kein Riese mehr. Mit anderen Worten, wenn Lebenspartner, also ob das mit der AfD ist, das werden wir am Sonntagabend sehen, ja? Das werden wir sehen, ob wir ein Riese sind oder nicht, ja? Und wir werden auch sehen, wer Nummer 3 wird. Wir werden sehen, wer Nummer 3 wird, ja? Also, ganz bestimmt werden wir Nummer 3, jede Wette. Halten Sie drauf? Mit anderen Worten, wenn Lebenspartner und Lebenspartner und natürlich auch Lebenspartnerinnen und Lebenspartnerinnen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft umwandeln lassen möchten, werden in Schleswig-Holstein schon jetzt auf dem Standesamtpunkt dafür keine Gebühren erhoben. Aber trotzdem wird der Landtag in wenigen Augenblicken über den Antrag abstimmen. Das verstehe, wer will. Die AfD lehnt den Antrag auf kostenlose Umwandlung eingetragener Lebenspartnerschaften ab, weil das mit dem Antrag offiziell verfolgte Ziel mit der geltenden Gesetzeslage bereits erfüllt ist. Und dass das so ist, das ist verwaltungsrechtlich auch vollkommen in Ordnung und korrekt so. Vielen Dank.